Unsere Hunde sind sehr sensible und empfindsame Lebewesen. Da sie nicht die gleiche Sprache sprechen wie wir, können sie uns leider nicht direkt mitteilen, wenn sie sich schlecht fühlen. Doch es gibt einige Anzeichen, an denen du anhand der Körpersprache sowie dem Verhalten deines Vierbeiners erkennen kannst, ob er sich unwohl fühlt, emotionalen Stress erlebt oder gar seelisch verletzt ist. Welche das sind, erfährst du jetzt in diesem Video. Erstens, dein Hund versteckt sich. Hunde, die angespannt sind und zu stark unter Stress stehen, ziehen sich oft zurück, um der belastenden Situation zu entkommen. Vor allem, wenn dein Hund negative Erfahrungen mit einem Menschen gemacht hat, kann es passieren, dass dieser bei erneuter Konfrontation mit dieser Person sofort das Weite sucht. Oft verweigern Hunde dann sogar ihr Futter, da sie viel zu nervös sind, um ans Fressen zu denken. Finde heraus, was der Auslöser für das Verkriechen deines Vierbeiners ist und überdenke auch dein eigenes Verhalten. Hast du in letzter Zeit etwas getan, was deinen Hund seelisch verletzt haben könnte, sodass er sich seitdem in deiner Nähe unwohl fühlt? Dann kann dieses Verhalten durchaus der Auslöser dafür sein, dass dein Hund sich versteckt, da er schlichtweg Angst hat, du könntest ihm erneut wehtun. Zweitens, dein Hund reagiert schreckhaft. Reagiert dein Hund übertrieben schreckhaft auf eigentlich normale Alltagsgeräusche? Oder erschrickt er sich, sobald ein fremder Mensch deine Wohnung betritt? Dann sind diese Geräusche möglicherweise ein sogenannter Trigger für deinen Hund, bei dem er jedes Mal an eine schlimme Situation in seinem Leben erinnert wird. Besonders wenn ein Hund stark seelisch verletzt wurde, wird ihn das sein ganzes Leben lang begleiten, sodass er immer sehr vorsichtig sein wird und ständig auf der Hut vor Gefahrenquellen ist. Solche Hunde sind oft extrem ängstlich und fürchten sich sogar vor vermeintlich harmlosen Dingen wie einer Autohupe, was für den Besitzer zu Beginn vielleicht kaum nachzuvollziehen ist. Leider kannst du nicht in deinen Hund hineinsehen, um genau zu wissen, welche seelische Verletzung deinen Hund so schreckhaft hat werden lassen. Wichtig ist nur, dass du deinem Hund in solchen Situationen einen sicheren Rückzugsort schaffst, in dem er zur Ruhe kommen und sich beruhigen kann. Zeige ihm zudem, dass du da bist und er sich jederzeit auf dich verlassen kann. Das schafft Vertrauen zwischen euch beiden, sodass dein Hund vielleicht irgendwann seine Schreckhaftigkeit verliert, da er weiß, dass es in deiner Nähe keinen Grund zur Sorge gibt. Drittens, dein Hund wirkt apathisch. Hast du das Gefühl, dass dein Vierbeiner nur noch abwesend ist und teilnahmslos in der Ecke liegt, ohne jegliche Lebensfreude zu empfinden? Zu einem solchen Verhalten kommt oft ein leerer, ausdrucksloser Blick dazu, der den Hund regelrecht depressiv erscheinen lässt. Auch unsere Hunde haben Gefühle und können traurig sein. Vor allem dann, wenn ihnen zuvor jemand seelisch verletzt hat. Das merkst du außerdem daran, dass dein Hund keine rechte Lust mehr zum Spielen hat und lieber den ganzen Tag lang schläft. Er ist so niedergeschlagen, dass ihm jegliche Energie dafür fehlt und ihm selbst Dinge, die ihm zuvor noch Spaß gemacht haben, plötzlich nicht mehr interessieren. Ergründe dieses Verhalten deines Hundes unbedingt und überlege, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, dass dein Hund so reagiert. Sei jetzt erst recht für deinen Hund da, umsorge ihn liebevoll und zeige ihm, wie wichtig er dir ist, sodass dein tierischer bester Freund schon bald seine Lebensfreude zurückgewinnt. Viertens. Keine Wiedersehensfreude. Wurde dein Hund von dir seelisch verletzt, kann es sein, dass er dir einfach nicht mehr vertraut und somit auch keine Freude mehr zeigt, dich zu sehen. Du betrittst das Haus und es lässt deinen Hund absolut kalt. Er macht gar keine Anstalten, dich zu begrüßen und hat auch sonst kein sonderlich großes Interesse mehr, mit dir gemeinsam Zeit zu verbringen. Das sollte dir auf jeden Fall zu denken geben, denn höchstwahrscheinlich hast du deinem Hund etwas getan, was ihn sehr gestresst hat, sodass er sich nun in deiner Nähe einfach nicht mehr wohlfühlt. Auch auf Streicheleinheiten sowie gemeinsame Spielzeit hat er dann überhaupt keine Lust mehr und zieht sich lieber zurück. Ein eindeutiges Zeichen, dass es an deinem Verhalten liegen könnte, ist, wenn dein Hund zu einer anderen Person in deinem Haushalt weiterhin vollkommen normal ist und sich nur dir gegenüber reserviert verhält. Fünftens, dein Hund winselt viel. Hunde, die nervös sind, unter Stress stehen oder sich einfach unwohl fühlen, beginnen oft zu winseln, um ihren Gefühlen lautstark Luft zu machen.
Besonders wenn dein Hund viel alleine sein muss, kann es zu diesem Verhalten kommen, da ihm sein Herrchen oder Frauchen einfach fehlt und er mit dieser Situation extrem unglücklich ist. Hattest du in letzter Zeit viel zu wenig gemeinsame Momente mit deinem Hund, fallen die Spaziergänge sehr kurz aus und auch die Streicheleinheiten werden aufgrund von Zeitmangel immer weniger? Dann ist das Winseln deines Hundes seine Art, dir zu zeigen, dass er unzufrieden ist und deine Aufmerksamkeit braucht. Versuche, dir in Zukunft mehr Zeit für deinen Vierbeiner zu nehmen, denn für einen Hund gibt es nichts Schlimmeres, als von seinem Lieblingsmenschen nicht mehr beachtet zu werden. Sechstens. Dein Hund ist plötzlich unsauber. Eigentlich ist dein Vierbeiner stubenrein, doch auf einmal beginnt er, sein Geschäft in deiner Wohnung zu verrichten und auf Boden oder Möbel zu urinieren. Dieses Verhalten ist von deinem Hund auf keinen Fall böse gemeint und er tut es mit Sicherheit nicht, um dich zu provozieren. Denn oft ist es einfach nur ein Zeichen, dass dein Hund unter starker Anspannung steht und eine Situation ihn extrem stresst. Das können beispielsweise starke Verlustängste oder ein traumatisches Erlebnis wie der Tod eines Familienmitglieds sein. Wichtig ist, dass du deinen Vierbeiner für sein Verhalten nun auf keinen Fall bestrafst, denn das verletzt ihn nur noch mehr, sodass er am Ende völlig verängstigt ist. Finde zunächst die Ursache für das Unsaubersein heraus, denn nur dann kannst du entsprechend handeln und dafür sorgen, dass dein Hund in Zukunft sein Geschäft wieder bei eurem täglichen Spaziergang verrichten wird. Siebtens. Route einziehen. Ist dein Hund einsam, fühlt sich unwohl oder steht extrem unter Stress, dann wirst du oft beobachten können, dass dein Vierbeiner seinen Schwanz einzieht und zwischen seine Beine nimmt. Oft passiert ein solches Verhalten nach einer seelischen Verletzung, denn dein Vierbeiner ist nun extrem verunsichert, was sich außerdem in weiteren Symptomen wie Zittern und allgemein unruhigem Verhalten äußern kann. Hat dein Liebling ein traumatisches Erlebnis hinter sich, so kann es sein, dass sein Selbstvertrauen komplett zerstört ist, was er durch die tiefe Schwanzhaltung zum Ausdruck bringt. Generell kann das tiefe Halten der Rute allerdings auch einfach ein Zeichen von Stress sein, zum Beispiel wenn fremde Menschen anwesend sind, die dein Hund noch nicht kennt und denen er nicht vertraut. Doch auch andere Hunde können dieses Verhalten verursachen. Versuche die Stressfaktoren für deinen Hund so weit wie möglich zu reduzieren und somit ein entspanntes Umfeld für deinen Vierbeiner zu schaffen, in dem er sich rundum wohlfühlt und keine Angst haben muss. Achtens. Stereotype Verhaltensauffälligkeiten. Viele Hunde, denen einmal seelischer Schaden zugefügt wurde, zeigen stereotype Verhaltensweisen. Damit wird ein zwanghaftes Verhalten bezeichnet, welches immer wiederkehrt. Zum Beispiel lecken sich Hunde mit einer solchen Störung ständig und sehr intensiv an der immer gleichen Stelle, oft so lange, bis kaum noch Fell sichtbar ist und schon die Haut durchschaut, was zu schmerzhaften Entzündungen führen kann. Aber auch das Essen von unverdaulichen Gegenständen wie Plastikverpackungen oder Steinen kann ein Anzeichen für stereotypes Verhalten sein. Zudem kommt es oft vor, dass Hunde, die unter starkem Stress stehen, permanent ihrem eigenen Schwanz hinterherjagen und gar nicht mehr aufhören, im Kreis zu laufen. All diese Verhaltensweisen sind ein Zeichen dafür, dass dein Hund unter enormem Druck steht und irgendetwas ihn stark belastet. Versuche herauszufinden, mit welchem Ereignis dieses Verhalten begonnen hat, um für deinen Hund die bestmögliche Lösung zu finden, dass er sich in Zukunft wieder wohlfühlt und irgendwann die seelische Verletzung vergessen kann. Nun kannst du selbst erkennen, ob dein Hund sich seelisch verletzt fühlt. Doch welche deiner Verhaltensweisen und Taten sind für den Gemütszustand deines Vierbeiners verantwortlich? Klicke jetzt links, um es herauszufinden. Natürlich möchtest du immer nur das Beste für deine Fellnase, doch leider ist kein Hundehalter perfekt. So kommt es immer wieder vor, dass wir etwas tun, das unsere Tiere sehr unglücklich macht. Klicke rechts auf das Bild, um herauszufinden, ob du vielleicht einen solchen Fehler machst.